die Top 3 Kontras sind zu groß, warum an dieser Stelle, Sorgen um die Zufahrt, Sorgen um die Einfahrt gegenüber der Schule. Pro-Argument waren, dass wir an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, einen Verbrauchermarkt sehr wohl brauchen, dass es auch richtig ist, den hier anzulegen und dass wir dann auch mit der Eingrünung uns verständigen, dass wir mit dem Lärmschutz uns verständigen, das wird uns zugetraut. Wir gehen jetzt damit nächste Woche in den Bauausschuss hinein und werden diese Punkte dann würdigen, gehen dann ins Auslegungsverfahren. Da besteht ja wieder die Möglichkeit, sich zu artikulieren. Die Würdigung geht dann ans Landratsamt, die ja unsere Rechtsaufsicht ist. Die wird uns prüfen, ist die Würdigung in Ordnung? Und dann sehen wir, was das Ergebnis ist. Was ist Ihr Gefühl? Wird es letztendlich zustande kommen oder wird vielleicht doch noch was dazwischen kommen? Es ist ja von einigen Schreibern angedeutet, dass sie klagen werden. Wogegen können sie klagen? Es kann ein Normenkontrollverfahren sein, dass wir das Verfahren nicht ordentlich durchgeführt haben. Das ist ja schnell geprüft. Oder dass die Größe vielleicht nicht passt. Das lassen wir uns aber von der Regierung dann auch bestätigen. Ich denke, dass wir keinen großen Verzug haben werden, ohne nichts zu beschönigen. Wir wollen also nichts in der Hetze machen. In Ruhe alles würdigen, abwarten, aber natürlich auch in der ordentlichen Zeit dann.